Einen wunderschönen guten Tag hier von einer Teststrecke von Mercedes. Ihr seht schon, hinter mir stehen ein paar interessante Fahrzeuge. Das sind allerdings nicht die Fahrzeuge, um die es sich in diesem Video handelt. Ich bin nämlich heute hier bei den Mercedes Classic Days. Also Classic, es geht eigentlich eher um so ältere Fahrzeuge wie da vorne, beziehungsweise alles mögliche. Unimog ist auch dabei, aber es handelt sich heute in diesem Video mehr um zwei bestimmte Fahrzeugmodelle, die ihr gerade vielleicht schon aus Versehen hier gesehen habt. Und zwar diese beiden hier. Das sind zwei meiner absoluten Traumautos. Also, dass ich diesen Moment noch erleben darf, diese Fahrzeuge fahren zu dürfen. Einmal der 300er SL Flügeltürer und die moderne Version davon, der SLS Black Series. Beide Fahrzeuge nicht mehr zu bekommen, nicht mehr bezahlbar. Das sind zwei Autos, die auf meiner Bucketlist schon lange standen. Und heute ist the day. Heute ist der Tag, wo ich diese beiden Fahrzeuge mal testen werden kann. Und auch auf sehr coolen Strecken hier. Also, wir fangen an mit dem hier. Das ist heute alles hier ein bisschen knapp mit der Zeit. Deswegen wird es jetzt eher spontan passieren. Also, ich nehme euch einfach mit bei dem, was ich hier erleben werde. Fangen wir an mit dem 300er SL. Los geht's. So, jetzt fahren wir einmal hier den Rundkurs mit dieser Steilkurve. Was unglaublich geil ist. Ich hatte schon gerade die Möglichkeit, hier und da mal mitzufahren. Und das ist einfach crazy. Ich habe allerdings nur zwei Runden mit dem Auto jetzt hier. Deswegen, ich nehme euch einfach die vollen zwei Runden jetzt mit. 215 PS und Höchstgeschwindigkeit 250 km/h. Was super krass ist für 1955, ne? Das schnellste Auto der Welt damals. Und ich darf jetzt fahren. Guck mal, wie breit der Einstieg ist. Da kannst du dich erstmal so schön. Ja, wie bei den heutigen Supersportwagen, ne? Drauf schwingen. Dann die Beine rein schwingen. Hier, so elegant steckt man ein. Wahnsinn. Krass, 1955 musste man sich noch nicht anschnallen. Auch in einem Fahrzeug, was 250 km/h schnell war. Heute undenkbar. Aber wir sind ja hier auf dem Rundkurs, alles gesichert. Also sowas bitte nicht nachmachen auf einer Straße. Lenkrad kann ich wahrscheinlich nicht einstellen. Guck mal, das muss man auch noch kurz zeigen, wie dünn das Lenkrad ist. Und es ist einfach nur so mega schmal. Und jetzt kommt ein Highlight. Das haben wir eigentlich versäumt. Bei Leuten, die etwas korpulenter sind, kann man das Lenkrad wegklappen zum Einsteigen. Ach krass. Hä? Aber so ist doch jetzt noch schlimmer für Leute, nein, die etwas kommen. Da kann man wunderbar mit den Beinen rein. Ach so, es geht um die Beine. Ja. Ah, guck mal. Aber wie krass. Ich frage mich, wie es ist, jetzt mit so einem dünnen Lenkrad das Fahrzeug so auf der, so sicher zu fahren. Und guck dir mal den kleinen Schaltknüppel an, ist der nicht süß? Guck mal. Das ist einfach nur so ein kleiner Stift. Das ist gerade für mich so ein unglaublicher Moment, in diesem Auto zu sitzen, wenn man bedenkt, wo der aktuelle Marktwert liegt. Bei weitaus über 1 Million. Ich glaube, man kriegt auch gar keine mehr zu kaufen. Aber auch guck mal, das ganze Cockpit hier und alles. Hier sind so viele Anzeigen. Hier Tank, Öl, Wasser, hier nochmal Öl. Ja, ich würde sagen, Klaus, schwing dich mal rein, weil du fährst jetzt mit. Ach so, ich wollte mich gerade anschneiden. Braucht man nicht. Moment. So. Dann Kupplung treten, also ganz normal genau. Schalten. Kupplung treten. Also hier so hinsetzen und dann rein? Nö, so geh einfach rein. Genau. Geh einfach rein, wie du. Ja, oder so, aber hinten. Also Kupplung ist auch krass hart noch. Also so ja. Muss man so weit reintreten. Relativ, relativ, ne? Weit oben. Guck mal. Also nicht hier die Kupplung, die muss man schon ziemlich weit reintreten und die kommt auch ziemlich weit raus. So, darf ich ihn schon mal anmachen? Bitte, ja. Schlüssel reindrücken und drehen. Reindrücken? Ja. Ein bisschen Gas geben. Ach, Gas geben jetzt? Ja. Ach, Kupplung muss ich ja jetzt nicht treten, ist ja jetzt ausgekuppelt. Oh Gott, woran merke ich, ob ein Gang drin ist? Guck mal. Ist einfach Kupplung drücken und nach vorne. Genau. Ist schon, aber ist schon komisch. Vierganggetriebe, genau. Vierganggetriebe, Tatsache, guck mal hier. Jetzt ist er ausgekuppelt. Gut, ansonsten Abstand zum Vordermann lassen, also nicht auf dem Rücken sitzen, weil wir haben Trommelbremse. Also ja, Trommelbremse. Das hat doch jede Menge Leistung, aber die Bremse ist zeitgenössisch. Handbremse hat er nicht, ne? Doch. Und doch. Die wieder nicht vergessen, weil sonst haben wir Probleme. Ich will nur einmal kurz Sound hören hier im Stand, ja. Deswegen zieh mal kurz an. Ein 3 Liter rein 6-Zylinder-Motor hat er. 215 PS. Es ist so seltsam, dass man sich jetzt nicht anschnallen kann. Mach mal deine Tür zu. Übrigens, auch interessant, diese Konstruktion mit den Flügeltüren, die hat nichts mit irgendwie Design zu tun oder so, sondern es war wirklich aufgrund des Rahmens
war es nicht anders möglich, die Türen so zu konstruieren. Also es mussten Flügeltüren sein. Guck mal, wie viel Platz hier drin ist. Das sind doch richtige Sportwagen zum Verreisen. Es ist so ein Moment, wo ich gerade so ein richtiges Kribbeln verspüre. Und das habe ich echt eigentlich nie. Egal, in was für ein Auto ich steige, ob es das erste Mal ist, dass ich irgendein Auto fahre. Aber wenn man weiß, man fährt hier circa 1,5 Millionen Euro und dann noch so ein altes Auto. Ich muss jetzt erstmal mit der Kupplung hier klarkommen. Bei so einem alten Auto ist das nochmal alles was anderes. Also hier, siehst du das? Siehst du diese Härchen? Gänsehaut, Gänsehaut. Aber auch interessant, guck mal, das ist der Rückspiegel, der klebt hier auf dem Armaturenbrett. Und die Außenspiegel, musst du auch mal zeigen, die rechts hat er gar keinen. Und hier links sitzt der vorne auf dem Kotflügel drauf. Okay. Guck, da geht's schon los. Warte mal, habe ich jetzt den Rückwärtsgang? Welchen Gang habe ich drin? Okay, das ist wirklich was anderes bei dem mit der Schaltung. Boah, hier kommt eine Hitze raus. Unfassbar. Aber es ist auch unfassbar heiß hier drin, Leute. Wow. Wow. Ich bin gerade sprachlos. Ich bin sprachlos. Und jetzt fahren wir das komplette Gegenstück, beziehungsweise den Nachfolger, so gesehen. Und zwar den SLS Black Series, also der moderne 300er SL. Ich habe heute nicht nur einmal Glück, sondern direkt zweimal. So, wie komme ich jetzt hier raus? So? Ah, okay. Oh. Aufpassen, dass man sich den Kopf nicht stößt. So, wie kommt man jetzt hier elegant wieder raus? Am Rahmen am besten festhalten. So. Haha.
So, es ist der nächste Tag und es geht weiter mit diesem Modell hier, SLS Black Series AMG. Ich kann es immer noch kaum in Worte fassen, wie ich mich fühle, weil auch dieses Fahrzeug ist eins meiner absoluten Traumautos. Und wenn man mal überlegt, der Wagen ist von 2013, also der ist jetzt schon 7 Jahre alt und sieht gar nicht so aus. Also der könnte auch aktuell sein, könnte brandneues Modell sein. Und das Interessante ist, der hat einen 6,2 Liter V8 Saugmotor noch drunter. Also nur einer der letzten Saugmotoren von AMG. 631 PS. Alter! Und ich kann euch sagen, ihr habt noch nie was besser Klingendes gehört. Ich zeige euch jetzt aber erstmal kurz was. Also SLS-typisch, wie es auch in den aktuellen AMG GTs ist, ist natürlich diese mega lange Motorhaube hier. Beim Black Series zum Beispiel sind noch so gewisse Sachen, wie zum Beispiel hier diese, ja, Flaps kann man sagen, also alles nochmal viel, viel aerodynamischer. Hier vorne das auf der Motorhaube, der Lufteinlass. Diese Teile hier alles mit Carbon und so, also das hat der normale SLS so in dem Fall nicht. Also der sieht nochmal viel brutaler, viel geiler aus. Die Farbe nennt sich Solar Beam, sieht unglaublich gut aus und wir haben auch so ein Glück heute mit dem Wetter. Also besser kann man so ein Auto nicht in Szene setzen. Carbon-Keramikbremsen und einen richtig geilen Carbon-Heckflügel. Riesiger Carbon-Diffusor. Hier übrigens die Bremsleuchte wie im Rennsport hier unten. Ist auch ganz cool. Der SLS ist ja auch wie der 300er SL ein Flügeltürer. Und das Interessante ist, dass der Türgriff hier unten sitzt. Also man muss sich erstmal nach hier unten so beugen, um die Tür zu öffnen. Und dann, zack, geht die auf. Aufpassen, Kopf nicht stoßen. Höher als so geht die nicht. Ja, dann auch wie beim 300er SL noch dieser breite Einstieg. Hier natürlich alles aus Carbon. Wunderschön. Rennsitze. Ich setze mich mal rein. Ui. Der Wagen hat gerade mal 30.000 Kilometer auf der Uhr. Das ist nichts für ein 7 Jahre altes Auto. Preislich liegt der mittlerweile auch, ich sag mal, im unbezahlbaren Bereich. Für ein 7 Jahre altes Auto erkennt man trotzdem noch dieses Mercedes-typische hier, diese große, breite Mittelkonsole. Da hat sich zwar schon einiges geändert, aber so von der Form her ist es doch in den aktuellen Modellen eher gleich geblieben. Hier alles Carbon. Der Wählhebel ist noch hier. Bei den neueren Mercedes-Modellen sitzt er hier am Lenkrad. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, Leute. Seid ihr bereit für den geilsten Sound, den ihr je gehört habt? Geh mal nach hinten. Kopfhörer rein und dann den ganzen Tag diesen Sound hören. Boah, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie findet ihr den Sound? Das ist für mich wirklich eins der am besten klingendsten Autos. Klingenden Autos. Ich bin voll aus dem Konzept gebracht. Weil dieser Wagen, der macht mich einfach verrückt. Gib mir mal die Kamera kurz. Sehr schick auch das Interieur hier. Alles in Alcantara hier, schwarz und rot. Also wirklich super elegant. Hier das Falterbach-Logo in den Sitzen. Aber ihr wollt ja, genauso wie ich wahrscheinlich, auch wissen, wie fährt sich so ein 7 Jahre alter Supersportwagen, der einfach nur absolut heiß aussieht. Und deswegen, was probieren wir jetzt? Achso, SLS-Problem. Elegant sieht das nicht aus. Bevor es jetzt auf die Strecke geht, muss ich natürlich hier Safety First, setze ich mir einen Helm auf. Oh Gott, jetzt wieder in dieses Ding hier rein. Ohne mein Make-up zu versauen, wie schaffe ich das? Lass den Helm einfach den restlichen Tag auf. Alright. Das ist unser einziger Black Series, den wir haben. Kannst bitte drauf aufpassen. Nicht unter Druck setzen lassen hier. Ja, jetzt wo du es sagst, okay. Okay. Test, Test. Ich versuche immer, das Auto zu bekommen von AMG. Bis jetzt geben sie mir nicht.
Also bitte. Ich fahre dir einfach hinterher. Also super. So wie du fährst. Fährst du. Okay, ne? Gut. Gut. Okay. Boah, das könnte ich den ganzen Tag machen. An, aus, an, aus. Vorfahren tut jetzt der Bernd Schneider, mehrmaliger DTM-Sieger und ich glaube Formel 1 ist er auch mal gefahren, oder? Oder ich glaube schon, ja. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, der hat Ahnung. Der fährt vor im AMG GTR. Erstmal eine Runde einfahren, Strecke kennenlernen, Auto kennenlernen. Ja, ja, man, ja, die perfekten Modelle zusammen. Vorweg fährt der GTR, also der Nachfolger vom SLS. Dieses Auto ist einfach nur, das hat alles, was man braucht. Das ist noch ein Sportwagen, das ist einfach noch ein Sportwagen. Der klingt einfach nur geil, der zieht richtig an. Der klingt einfach nur verdammt gefährlich. Trotzdem liegt er unglaublich gut und flach hier auf der Strecke. Jetzt, wo ich ihn gefahren bin, noch mehr Traumwagen. Der Bernd hat auf jeden Fall Spaß vor mir hier im GTR, merkt man. Der möchte gern mehr Gas geben, aber ich lahme Ente, komm nicht hinterher. Es liegt aber nicht am Auto, es liegt tatsächlich daran, dass er einfach ein erfahrener Rennfahrer ist. Je krasser die Autos werden, umso mehr gewöhnt man sich auch einfach an jedes Auto. Aber es gibt doch noch auch bei mir noch so ein Gänsehaut-Moment. Und das ist schön, dass man das noch hat, dass man das noch erleben darf. Da nochmal sehr, sehr großen Dank an Mercedes-Benz Museum für die Einladung zu diesem Event, wo wir halt unter anderem auch Classic Cars fahren konnten. Aber ich habe mich jetzt auf diese beiden Fahrzeuge hier konzentriert, weil es meine absoluten Traumautos sind. Aber Fotos und Videos zu anderen Fahrzeugen findet ihr auch auf Instagram und auf TikTok. Also folgt mir da auch gerne, ich würde mich sehr freuen. Da seht ihr noch mehr, was hier noch so für Fahrzeuge waren. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein Gefühl war, zwei meiner absoluten Traumautos fahren zu können. Vielen Dank an Mercedes, dass ich diese Chance bekommen habe. Kann ich jetzt zwei Autos direkt von meiner Bucketlist abhaken. Einmal den 300er SL und den SLS Black Series. Schreibt mal bitte alles in die Kommentare, welchen von beiden findet ihr besser? Sind die vielleicht auch eure Traumautos? Was haltet ihr von den Fahrzeugen? Schreibt alles in die Kommentare, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!